So. Weiter geht's, Mensch. Müssen wir mal gucken, haben wir jetzt hier auch alles eingesammelt? Wir hatten ja beim letzten Versuch sind wir ja gestorben, aber scheint, dass wir alles eingesammelt haben. Das ist sehr schön. Oh, wow. Stimmt, aber hier war ja was. okay. Dann müssen wir jetzt erstmal die Fallen hier entschärfen. Danke, danke. Hä, war hier nie, waren hier nie zwei? Da, warte mal. Okay. Ja, das kennen wir ja jetzt hier schon. Wir wissen ja, was passiert. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal, man weiß nie. Okay. Wir machen jetzt mal 0814. Nee, warte mal, hä? Halt. 08. 0814. Taktik, Taktik, Taktik. Na komm. Ey, scheiße, ich hab... Muss ich mir jetzt die anderen... warte mal, scheiße. 0612 war es, glaube ich, ne? Ich muss das Passwort herausfinden. Oder wir gehen erstmal hier rein. Okay. Ach, Kacke, ey, die Kisten hasse ich. Ohne Mist. Die sind richtig scheiße. Okay, wir müssen uns definitiv heilen. Okay, obwohl ich das Gefühl habe, dass wir jetzt gleich wieder Damage nehmen werden, aber ich glaube, besser ist es. Okay, hier ist nichts drin. Hier was? Hier. Da muss ich dann doch wohl meine Munition aufbrauchen. Okay. Boah. Ach, Alter, das Ding ist... Das Problem ist... Ja. Das Problem war, ich hätte gar nicht mehr zurückgelaufen können. Ey, scheiße. Boah, ey, hier nimmt man übelst viel Damage. Okay, Hier, die Falle lassen wir jetzt einfach mal. Scheiße! Antike Münze, sehr schön. Ich bin gerade, glaube, in die Explosion reingelaufen. Och Mensch, okay.
Boah, das ist wirklich ein schwieriger Abschnitt, muss man echt sagen. Ich bin in die Explosion reingelaufen. Wie doof bin ich eigentlich? Ich wusste gar nicht, dass es funktioniert. Okay, wo sind wir jetzt? Okay, wir fangen wieder hier an, das ist okay. Ich glaube, das war die Explosion, ne? Genau. Das war eine normale Kiste. So. Lohnt sich jetzt auch noch gar nicht zu heilen. Das macht jetzt überhaupt noch gar keinen Sinn. Weil wenn ich mich jetzt heile, ich verliere ja wieder alles. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal so machen. Aber wir haben hier oben eine Kiste, ne? Müssen mal ganz kurz hier. Machen wir erstmal rein. Obwohl, wir können eigentlich. Warte mal. Warte mal, wir können es ja so machen. Die defekte Pistole reparieren. Die M19. Ich weiß halt jetzt einfach auch nicht. Hier steht ja auch nicht. Okay. Die wird schon mehr Damage machen, denke ich jetzt einfach mal. Das heißt, wir machen die raus. Das weiß ich auch noch nicht so ganz, für was wir die Axt und die Flintattrappe, für was wir die brauchen. Jetzt ist die nächste Frage, brauchen wir den Arm? Brauchen wir den Schlangenschlüssel zum Beispiel? Brauchen wir den jetzt? Schießpulver machen wir erstmal hier rein. Ja, wird schon irgendwie, okay. Okay, wir haben jetzt eine neue Pistole. Ich bin gespannt. Warte mal, war das eine Explosion? Nee, okay. Jetzt kommt gleich. Warte mal. Okay. Das haben wir auch. Dann einmal hier runter. Öffnen war hier. Nee, hier war. Doch, hier war eine Falle, okay. Falle. Wow! Kaputt machen. Da war auch noch eine. Hä? Okay. Ich glaube, die Kiste war nämlich jetzt auch noch eine Falle. Genau. Und jetzt müssen wir uns eigentlich heilen. Geht nicht anders. Jetzt müssen wir uns wirklich heilen. Okay. Antike Münze mitnehmen. Steroide. Ja. Das nehme ich doch gerne mit. Okay, jetzt haben wir dauerhaft mehr Leben. Das ist sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Damit können wir definitiv was anfangen. Okay. Ich werde mal kurz nachladen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass hier noch was kommt. Der Raum ist mir einfach zu groß.
irgendwie aus wie eine Tür. Es war so klar. Oh, scheiße. Ach, Mann. Ey, nee, oder? Willst du mich jetzt gerade verarschen? Das Ding kriecht ja noch. Ey, ich bin mir ohne Scheiß nicht sicher, ob... Alter, willst du mich verarschen? Okay, das Ding hat fast meine ganze Munition gefressen. Okay, damit... ja, gut. Das ist natürlich... nicht so gut. Boah, scheiße. Boah, ich sehe hier nix. Okay, was haben wir denn hier oben? Kannst du mal hier deine Taschenlampe anmachen? Wäre voll nett. Kann man aber auch irgendwie nie selber steuern, ne? So sagen, dass er jetzt seine Taschenlampe anmacht? Nee, ne? Okay. Goodie. Haben wir hier? Wir haben hier. Oh, ein Safe-Raum. Zumindest haben wir es bis hierher jetzt erstmal geschafft. Es ist mega, also der Abschnitt ist wirklich heavy, muss ich echt sagen. Oh, wir haben hier einen Fernseher. Das heißt, wir haben... Kann das sein, dass wir irgendwo eine Dings vergessen haben, eine Kassette? Ey, das Problem ist, wir haben halt, ne? Wir sind munitionstechnisch am Arsch. Das Problem ist, ich kann natürlich auch mit Schießpulver Munition machen, aber ich brauche auch Leben. Was wir machen könnten, ist schon mal die Flinte wieder mitnehmen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich mir mit den Attrappen machen soll. Wir nehmen es jetzt einfach weiterhin mit. Okay. Ich habe jetzt einfach nur gehofft, dass da jetzt nichts explodiert, weil ich brauche halt wirklich jeden Schuss, ne? Also. Ne, wir machen es einfach jetzt mal so, okay. Das ist krass, der hat mich so. So weit schon gebracht, so psychisch kaputt gemacht, dass ich jetzt vor jeder Kiste Angst habe. Das ist krass. Das ist einfach nur krank, der Typ. Mann. Er soll zum Arzt gehen. Sein scheiß Problem mit seinem scheiß Virus. Okay, ich muss, glaube... Muss ich jetzt einfach hier runterspringen?
Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, aber scheint wohl so zu sein. Weil das sieht hier irgendwie aus wie ein Fahrstuhl. Guck mal. Fahrstuhl, den man auch benutzen kann, aber... Und ich habe gerade hier irgendwo... Nee, warte mal, das ist... Nee. Okay, wir sind jetzt unten. Ey, ich habe doch gerade hier so ein... Da. Okay, scheint wohl keine Dings zu sein. Hier fehlt eine Batterie, okay. Haben wir das... Moment, haben wir Dings dabei? Also wir machen jetzt erstmal wieder... So. Und so. Oh, bitte explodier nicht. Oh, danke. Gut, das ist eine Lampe. Okay, hier ist der Fahrstuhl. Erste Hilfe, das ist sehr schön, das freut mich. Ich habe ja irgendwie gehofft, dass hier in den Ställen was ist, aber ich... Irgendwie was versteckt, aber nee. Keine antike Münze oder sowas. Sehr schade. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Hier haben wir die Batterie. Munition nehme ich sehr, sehr gerne an. Okay, hier war eine Falle. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, wo wir hier noch eine Videokassette haben, weil es scheint ja so, als hätten wir irgendwo eine Videokassette vergessen. Okay, irgendwas passiert jetzt, oder? Okay, das Vieh ist scheiße. Scheiß Boomer, verpiss dich. Verdammt, das muss wehtun. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Du bist nicht nur noch am Leben, du hast auch noch alle Finger und Zungen. Ja, bis jetzt funktioniert's noch. Mein Problem ist... Achso, das war's oder was? Das war der Scheunenkampf? Echt jetzt? Ach krass, okay. Okay, das war der Scheunenkampf. Krass, ich dachte jetzt irgendwie, es kommen jetzt hier mehrere Gegner.
Weil ich wollte gerade sagen, das Problem ist, ich habe keine Munition mehr. Also wenn jetzt wirklich mehrere Gegner hintereinander gekommen wären, wäre ich am Arsch. Boah, ey, ist das... Dein Ernst, okay. Hä? Achso, hä? Hier hinten? Lol. Wollte gerade sagen, was ist denn das? Okay, hier hinten geht's weiter. Wollte gerade sagen, guti. Ja, absolut keine Munition mehr, ne? Bin komplett am Arsch gerade, was Munition angeht. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob sich das Ding da oben bewegt. Nee, okay. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass sich das Ding nicht bewegt. Ich denke mal, das wird einfach nur wichtig für die Nachricht jetzt sein. Okay, wir heilen uns jetzt. Okay. Ey, was Munition angeht, sind wir wirklich komplett am Arsch jetzt, ne? Wenn jetzt irgendwie noch ein großer Fight ansteht, weiß ich leider auch nicht, was wir tun sollen. Okay, du bist als nächstes dran. Warte mal, kann ich hier irgendwie... Das ist echt kacke, ey. Mann, es wird doch bestimmt gleich ein großer Fight kommen. Können wir hier rein? Nee. Ich habe echt das Gefühl, dass wir gleich gegen Lukas fighten müssen. Und ich habe keinen Platz mehr. Wir machen mal Brennstoff, 100 Stück. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da haben wir auch wieder Platz für die antike Münze. Okay, das heißt, nachladen. Ach, Moment. Ah. Ich verstehe. Ich gehe trotzdem mal ganz kurz hier. Okay. Ich soll alles wegpacken? Okay. Wirklich alles jetzt, oder was? Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Krass, okay. Alter, der Typ ist doch... Der ist krank. Der ist krank, der Typ. Gudi. Bin ich gerade der Einzige, oder... sieht das so aus, als die Kerze... Okay, jetzt bringen die ein bisschen was.
Okay. Ich mache jetzt mal kurz meine Facecam. Ich lasse die jetzt mal aus. Davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen. Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, ich muss die Kerze anzünden. Und irgendwas läuft jetzt hier raus, was nie gut ist. Das passt nie, echt nicht? Jetzt ist die Frage, was ist das? Ich hab jetzt. Das passt nicht. Warte mal, ich habe hier ein Zahlencode. Oder besser gesagt, Symbolencode. Die wir noch nie öffnen können, weil wir nicht wissen, aber was hat mir das jetzt gebracht, dass ich hier das kaputt gemacht habe? Okay, was habe ich hier? Wow. Hiermit kriege ich die Kerze an, okay. Das Gas oder einfach nur Luft? Ja, was muss ich da machen? Was ist da? Die Omi ist mir immer noch ein bisschen suspekt. Die ist mir noch immer noch ein bisschen suspekt und ja, was wir natürlich jetzt hier machen werden, das werden wir natürlich in der nächsten Folge erfahren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und was wir vor allen Dingen auch mit Lukas machen müssen. Darauf bin ich auch noch gespannt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.